Herzlich willkommen hier wieder auf Microdose TV. Ja, schön, ich bin's, der Bio, und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zur insgesamt dritten Folge hier zum Busbetriebssimulator für OMSI 2, der jetzt vor einigen Tagen erschienen ist. Und seitdem präsentieren wir euch ja fast täglich immer neue Videos. Und heute geht's mal, endlich haben wir es mal geschafft. Wir sind jetzt endlich mal auf einem virtuellen Busbetriebshof hier gelandet, bei dem wir uns damals beworben haben. Also, was heißt damals, vor einigen Tagen, wo der gerade frisch rauskam und der uns natürlich auch genommen hat mit Rang 1. Wir wollen uns das ja alles angucken. Das Ganze ist oder wurde entwickelt mit der nicht Unity, mit der Unreal Engine 4. Und es hätte auch die Unity Engine sein können. So sieht es auf jeden Fall aus. Es ist natürlich eine coole Sache, dass man hier so ein bisschen sich ja, so eine. Dass man sowas baut, ja, so einen virtuellen Busbetriebshof. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ihr zum Beispiel eine eigene Firma habt oder ihr jetzt bei einer Firma angestellt seid, dann kann das sein, dass euch wirklich andere Spieler hier über den Weg laufen, die jetzt ja auch für diesen Busbetriebshof hier natürlich ebenfalls arbeiten. Natürlich kann der Chef euch persönlich natürlich hier auch irgendwie hinordern, dass ihr euch da eure Aufträge abholen sollt oder auch müsst, denn das ist natürlich der einzige Punkt, der natürlich diesen Multiplayer-Modus hier mit sich bringt. Aber das wollen wir uns jetzt natürlich hier alles angucken. Erstmal, wie gesagt, ganz klassisch mit WASD bewegen wir uns. Ja, also praktisch wie so ein Shooter. Wie gesagt, Grafik sollte da jetzt nicht allzu viel verlangen. Also da finde ich OMSI einfach mal einen Ticken hübscher. Das sieht so allzu modern aus. Das hätte auch ein Fernbus-Simulator sein können. Hier unten haben wir den Eingang und hier stehen natürlich dann die Busse. Das ist der Fuhrpark, den jetzt diese Firma hier jetzt besitzt, auf der wir ja sind. Ich glaube, Giga sehen wir ja da unten. Und wir können natürlich auch mit Bussen hier. Dieser Bus ist leider nicht verfügbar und wird deshalb nicht korrekt dargestellt. Es liegt uns vom Busentwickler noch keine Genehmigung vor, um den Bus hier darzustellen. Aha. Genauso wie hier. Also ihr seht, ne, es sind hier schon reichlich Busse auf jeden Fall vorhanden. Viel MAN. Und Mercedes Citadro haben wir auch wieder da. Ich glaube, der dritten Generation müsste das jetzt schon mittlerweile sein. Wir können natürlich aber auch hier mit den Bussen natürlich ein bisschen interagieren. Und lauft ihr nah genug ran. Und da seht ihr schon, der ist das NL263. Und wenn wir jetzt die Taste E drücken, dann können wir mit dem interagieren. Abgeschlossene Tour mit dem Bus. In den letzten 30 Tagen sind es insgesamt drei. Keine gemeldeten Schäden. Wartung ist einwandfrei. Und dann sehen wir auf der rechten Seite: Repaint ist Rheinbahn. Kapazität 86 Personen, 123 Kilometer. Tank 39%. Also, sollte mal, ja, gucken, dass wir das jetzt mit dem jetzt nicht machen. Oh. Ja, richtig. Genau. Und das macht ihr denn dementsprechend hier mit so ziemlich allen Bussen hier, die jetzt hier rumstehen. Der NG272 mit Euro-Cash-Deck. So, wenn wir jetzt hier aber nach oben gehen, dann kommen wir natürlich dahin, wo es eigentlich am wichtigsten ist. Nämlich hier in unsere Zentrale. Hier spielt sich eigentlich der Großteil alles ab. Ich weiß nicht, warum er da rumsitzt. Der Florian. Kann man sich hier hinsetzen? Der Sitzplatz ist bereit in Benutzung. Ach ja, hier können wir uns hinsetzen. Ja, gemütlich. Also wir können natürlich auch ein bisschen interagieren hier. Wir haben natürlich hier auch, was heißt natürlich, ein PC, wo wir eigentlich unsere Sachen hier eingucken können, also gerade für den Chef natürlich. Ja, genau hier die Giga-Verkehrsbetriebe. Das hat nämlich beim ersten Mal nicht funktioniert. Und da seht ihr jetzt die aktuelle Uhrzeit, die Finanzen, den Rang, den wir jetzt aktuell haben, sind wir immer noch bei 1 und da ist gar nichts passiert. Erfahrungspunkte 17 EP, Kosten 1000, Genehmigung. Da du noch nicht alle Anforderungen erfüllt hast. Ach so, oh Gott. Okay, also du siehst ja, wir brauchen hier 1000
Weiß nicht, warum unser Geld hier nicht mitzählt, was wir im Singleplayer erspielen. Also ihr seht, bringt der Singleplayer-Modus eigentlich in dem Sinne gar nichts. Und zwei Genehmigungen brauchen wir, damit wir einen Rang aufsteigen. Das ist ein bisschen heftig. Okay, Fuhrpark sind übrigens 20 Busse. Bus in der Werkstatt, Werkstatt und Werkstatt. Und da sehen wir immer Mercedes-Benz Citaro LE, Stadtbus, Gladbeck Stadtbus, den MAN NL 202, NG 272. Dann haben wir nochmal Gladbeck Stadtbus Gelenk. Sonst sehe ich jetzt hier eigentlich jetzt nichts groß Außergewöhnliches. Also so ein Solaris sieht man auch überhaupt nicht. So wie den Scania, den DLC, aber ich weiß gar nicht, ob hier die DLCs halt richtig eingeführt werden. Aber hier unten seht ihr schon mal, also ihr braucht hier mindestens die DLCs von Gladbeck und Hamburg, damit ihr hier alle Busse nutzen könnt. Und den MAN Lion City. Ja. Hier stehen auch noch ein paar. Doch, da ist er. Da ist Solaris. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Habe ich mir jetzt ein bisschen vertan. Okay. So, dann haben wir unsere Erfahrungspunkte, aber guck mal. Er zählt das doch scheinbar mit irgendwie. Platz 277. Also so viele spielen es gar nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das da so irgendwie. Du kannst einmal einen Freund in einen Betrieb einladen, ohne dass dieser sich bewerben oder auf den. Okay. Ja, aktuell haben wir leider keine. Also das ist auch jetzt an euch mal gerichtet. Wenn ihr Bock habt, mit mir jetzt hier so eine eigene Firma aufzuzüchten, dann meldet euch doch hier unter den Kommentaren. Dann würde ich hier gerne mit euch zusammen definitiv. Ja. Eine eigene Firma gründen wollen und dass wir das dann zusammen irgendwie leiten und dann natürlich immer mehr Leute dann hierzu einladen. Da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da Bock drauf hätte. Das ist der Betriebsmodus. Und hier sehen wir mal die Lohnabgabe. Also 60% bekommen wir, Reparaturanzahl sind 50%. Das heißt, wenn wir den Bus beschädigen, müssen wir 50% bezahlen. Zeitverschiebung sind 0 Stunden, Betriebsart ist öffentlich und benötigter Rang für Bewerbung ist mittlerweile 3. Wir waren bei 1. Laut Nordrhein-TV Play soll sich das aber alles hier, das funktioniert hier scheinbar noch nicht so ganz richtig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, das ist dann also das. So sieht übrigens auch das Menü aus, wenn ihr denn den Chef spielen wollt. Bloß noch, ihr habt viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, die ihr natürlich hier vornehmen könnt in dem Busbetrieb-Simulator. Habt natürlich jetzt hier oben auch noch irgendwelche Meetingräume. Es gibt wirklich Leute, die spielen das wirklich echt, ja. Und dann sitzen denn hier alle und die quatschen denn, ja. Und dann hast du hier praktisch dein Bewerbungsgespräch und die führen das aber auch richtig echt aus, ja. Dazu nutzen die dann meist Teamspeak oder sowas. Und dann wird sich hier richtig hingesetzt und wird sich unterhalten mit demjenigen und die müssen sich hier wirklich bewerben. Jetzt natürlich jetzt nicht in dem Sinne, dass sie jetzt all ihre Daten preisgeben oder sowas, sondern die spielen das. Also das ist praktisch dann so ein Rollenspiel, was die denn hier machen. Also das ist schon, wenn man drauf steht, ja, ich selbst bin jetzt so ein Mensch, brauche ich nicht sowas. Aber es geht halt, ne? Das ist der Unterschied. Ach, da unten, da steht der Solaris. Seht ihr? Geradezu. In Halle 5. So. Aber ich finde das schon cool gemacht. So, dann kannst du dich ja auch wieder hinsetzen und mit dem Computer angehen. So, aber das Wichtigste, warum wir eigentlich hier sind. Guck mal, hier unten könnte die richtige. Oh Gottes Willen. Das ist ja so ein richtiger Busbetrieb. Licht ein- und ausschalten. Wo man richtig bespitzelt werden kann. Aber das Wichtigste dennoch ist natürlich das hier. Der Schichtplan. Wir drücken mal E, um mal zu gucken. Es sind deine zugewiesenen Touren haben wir jetzt aktuell nicht, weil wir haben ja nichts. So, spontane Tour, haben wir denn irgendwas? Können wir jetzt hier auswählen? Freifurt, Gladbeck. Oh, sie haben sogar den X10 aufgenommen. Status verfügbar. 6 Haltestellen von Herzallee. Das hört sich schon mal ganz nett an. Schicht verbindlich übernehmen und weiter zum Betriebshof. Da du für diese Karte noch keine Genehmigung hast, den nur. Okay. Das haben wir ja. Ich muss mir das nur mal kurz aufschreiben. Obwohl er mir das ja auch alles anzeigt, aber. Herzallee. Linie 110. Umlauf 62. So, probieren wir es einfach mal und fahren unseren ersten. Oder wollen wir von Wittenbergplatz M29? Ah.
Wir machen mal Herz alle nach Roseneck. Schicht verbindlich übernehmen und weiter zum Betriebshof. Die Genehmigung wird am Ende deiner Fahrt unter folgenden Voraussetzungen erteilt: mindestens 62%, höchstens ein Unfall oder ein verletzter Fußgänger, keine Fahrerflucht. Ja, werden wir ja sehen, ob wir es schaffen, ne? Gehe zu einem Bus, mit dem du deine Schicht fahren willst. Dann tun wir diesmal. So, ja, nee, ich hätte gerne einen Solo-Bus. Ich mag keine Gelenkbusse. Hier, komm, der Citaro hier, der passt mir. So, eh einsteigen. Mit diesem Bus fahren. 100% getankt. Keine gemeldeten Schäden. Ja. Dann fahren wir mit dem. Kosten 300 Euro, Rechnung innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen. Ah ja. So. Um 7 Fenstermodus starten, alles klar. Ja, würde ich sagen, starten wir. So, keine fehlenden Objekte in Objekt X10 Berlin gefunden. Muss ich jetzt echt 300 Euro bezahlen, damit ich Auftrag für die jetzt fahren kann? Was ist das denn, ey? Gibt's ja wohl nicht. Stell dir mal vor, du gehst in so zu einer Firma und die wollen dafür Geld haben, ja? Traumhaft. Ja, aber so, wie gesagt, ist der praktische Betriebshof und wenn ihr denn halt wirklich mit mehreren diesen gründet, weil alleine diesen zu gründen ist so gut wie am Anfang nicht schaffbar. Es reicht aber, wenn ihr zu dritt auf jeden Fall euch könnt ihr eine Firma zusammen gründen, müsst natürlich einen Kredit aufnehmen, jeder persönlich selbst einzeln. Wir haben ja gesehen gehabt, dass ihr maximal nur 40.000 aufnehmen könnt. Also wenn drei von euch dann 40.000 aufnehmen, seid ihr bei 120 und könnt dann praktisch eine eigene Firma gründen. Wie das denn funktioniert mit Busse kaufen und sowas, ob das denn noch abgezogen wird etc. und pp. Ja, das weiß ich da jetzt dementsprechend jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir haben den Entwickler angeschrieben von dem Busbetriebssimulator. Sind ja übrigens PDP GBR, nennen die sich. Und leider gab es bis jetzt noch keine Antwort. Ja, ich denke mal, da wird auch nichts kommen, aber wir haben es wenigstens probiert. Mehr kann man nicht sagen. Also wird dann wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis wir da irgendwie mal eine Antwort bekommen. Oder bis wir unseren eigenen Betriebshof mal hier zeigen könnten. Karte ist auch wieder da, das ist sehr nett. Also hoffe ich, dass er da ist. Wie gesagt, wir spielen das übrigens immer noch alles mit Tastatur. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, warum der Bio denn so komisch fährt. Solange wir unfallfrei fahren, bin ich da eigentlich relativ happy. Da müssen wir natürlich warten, bis der hier wieder typisch Omsi. Der Kaffee. Das Ding ist, das Geld wird wahrscheinlich nicht gezählt, was ihr hier praktisch verdient. Wenn ihr was da in den Singleplayer irgendwie Geld verdient, weil wir haben ja offiziell ja 700 ein paar zerquetschte, aber er hat ja geschrieben, dass wir gar kein Geld haben. Also wird er das Geld wahrscheinlich hier nicht wirklich zählen, was ich ein bisschen eigenartig finde. Ja, das ist natürlich jetzt hier, sieht alles ein bisschen, ne, komisch aus. 110 Route, okay, also 11, ja, ist klar. Und Route 01. Da müssen wir jetzt erstmal wieder warten, bis er jetzt wieder komplett geladen hat hier. So, damit sind wir jetzt bei Omsi. Linie 110, Umlauf 62. Jetzt allein nach Roseneck, ja, stimmt sogar. So. Dann ist denn der Code jetzt 1805. Und die Codenummer ist 9691.
6, 9, 1. Großnummer ist Eingabe. Das war mir schon wieder fast klar. Ist 110 Umlauf 62. Falsche Eingabe. Null. Nee. 01. Mann, nun komm doch. 110 01. Jetzt. Hamas. Gut, stell den Fahrplan ein. Machen wir. Haben wir schon alles? So. Draußen sind 19 Grad. Können wir ruhig mal die Heizung ein bisschen anmachen. So. So. Wir haben insgesamt noch minus 6 Minuten 20. Ach ja. 77 Leute passen hier rein. So. Lichter alle angeschaltet. Dann soll der jetzt mal funktionieren. So. Urbahn reisen. Gut. Machen wir noch einen Screenshot davon. Damit wir das für YouTube da haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann aber hoffentlich in der nächsten Folge hier wieder, wenn es weitergeht mit Omsi. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und lasst mir doch irgendwie Kommentare da. Wie findet ihr diese Idee mit dem Busbetriebshof? Und ja, wenn ihr natürlich Bock habt, hier mitzuspielen mit mir, dann würde ich mich darüber ebenfalls freuen, wenn wir hier zusammen einen eigenen Betriebshof hier aufbauen könnten. Und sonst, ja, gibt es eigentlich hier weit erstmal nichts zu sagen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.